Mi dica un po' oggi come si sente rispetto agli altri giorni? Wie geht's denn heute? Ich werde immer schwächer und die Schmerzen nehmen zu, wenn ich das Morphin nicht immer nehme. Also, wenn Sie das Morphin nicht regelmäßig nehmen, kommen die Schmerzen wieder? Ja, sicher. Also, Sie müssen es immer ganz regelmäßig nehmen? Ja, ja, mit dem kann man nicht spassen. Denken Sie auch manchmal ans Heimgehen? Ja. Das tut weh, wenn man Krebs hat. Wenn es schlechter geht, kommen Sie einfach wieder ins Spital. Wenn mir jemand helfen würde, würde ich lieber daheim bleiben. Und wenn es dann noch schlechter ging? Sogar dann. Hast du schon an die Morte? Haben Sie auch schon an den Tod gedacht? Das ist nicht so einfach zu sagen. Macht er Ihnen keine Angst? Nein, weil ich jetzt begriffen habe, dass Geburt und Tod zu dieser Welt gehören. Wie ein Teil von der Natur? Ja, sicher. Das erleichtert mir. Wenn Sie das so sagen, dann machen Sie all diesen Menschen wieder Mut, die die gleiche Krankheit haben wie Sie selber. Ja. Sie zeigen ihnen, dass man mit so einer Krankheit leben kann und sogar wieder Lust hat, heimzugehen. Ja, das wird schon so sein. Aber es ist schwierig. Ja, schwierig schon. Man muss schauen, dass man nicht allein ist mit dieser Krankheit. Das dünkt mich ganz wichtig. Facciamo la barba. Dove va? Far la barba? Ah, qui, qui. Jetzt schau mal den alten Mann. Er steht vor dem Spiegel und dabei hat er nur noch ein paar Tage zu leben. Aber schließlich darf man die Freude am Leben nicht verlieren. Wenn man keine Zuversicht mehr hat, dann bleibt man am Schluss nur noch im Bett liegen. Man muss einfach Vertrauen haben. Das Vertrauen und die Hoffnung sind ja das Letzte, was man noch hat. Quand on vous montre l'enterrement de Coluche ou quand on vous montre Challenger. Wenn die Fernsehbeerdigung von Coluche überträgt oder der Fallstart von der Challenger, wo in der Luft explodiert, dann hat das ganz etwas Feierliches. Wie eine Beerdigung erster Klasse, wo einem einfach sozusagen an den Kopf geschossen wird. Und wo einem irgendwie immun macht gegenüber seinem eigenen Tod, wo es einem einen gewissen Abstand gibt zu all dem. Heutzutage hat man zum Tod immer weniger eine direkte Beziehung. Das ist vielleicht gut so, aber der Tod sollte einen Weg ein Teil des Lebens bleiben können. Sonst macht er einen krank. Jeder Einzelne von uns, aber auch die ganze Gesellschaft. Wenn einige Toten nicht mehr richtig beerdigt werden, dann wird unsere ganze Gesellschaft krank werden. Und wenn jemand seine eigenen Verwandten und Bekannten nicht mehr beerdigen kann, dann werden sich bei ihm krankhafte, pathologische Trauerformen zeigen. Wir müssen also so oder so darauf schauen, dass es in unserer modernen Gesellschaft irgendwelche festen Formen und Riten gibt, die uns helfen, mit dem Tod richtig umzugehen. Der Film, den Sie jetzt sehen, ist im Rahmen des Projekts Kranke und Sterbende von der Caritas Schweiz entstanden. Wir haben gesehen, dass die seelische Not sehr gross ist bei schwerkranken und sterbenden Menschen. Man kann zwar sehr viel tun von der Medizin her gegen die körperlichen Leiden, man kann sie lindern, aber mit dem seelischen Leiden sind sehr viele schwerkranke und sterbende Menschen allein.
Das Projekt Kranke und Sterbende von der Caritas Schweiz möchte dazu beitragen, dass etwas passiert gegen die Not, gegen die seelische Not von Schwerkranken und Sterbenden, aber auch gegen die Nöte von ihren Angehörigen und von den Menschen, die sie begleiten und pflegen müssen. Das Phänomen de la mort et du deuil, das, was in uns vorgeht, wenn in unserer Klinik ein Patient stirbt, bei Ihnen, bei mir, in der Familie vor allem, bei den Ärzten, beim Pflegepersonal, bei den freiwilligen Helfern, dieser Tod und diese Trauer, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Das heisst, wir müssen über die Probleme reden und die Gefühle irgendwo abladen, die der Tod von einem Kranken, den wir gut kennt haben, in uns ausgelöst hat. Man sollte können sagen, dass der ein oder andere Kranke einem besonders am Herz gelegen ist und einem sein Tod dann auch besonders zu arbeiten macht. Man sollte über all das können reden, sonst tut es einem nur noch mehr weh. An diesem Punkt wird das Ganze aber auch ein gesellschaftliches Problem, denn unsere Gesellschaft hat den Tod auf die Seite geschoben. Ich meine, dass der wichtigste Beitrag von Seiten der Palliativmedizin gerade darin besteht, dass sie das Thema Tod wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. Denn der Tod ist etwas, das uns alle betrifft. Es kann sein, dass die Wissenschaft und Medizin uns die falsche Vorstellung geweckt hat, wir mögen nicht mehr sterben. Beim kleinsten Ding geht man gleich zum Doktor. Und wenn der Tod doch auf einen zukommt, dann hat man das Gefühl, der Arzt habe ich versagt. Justement, ceux qui essayent d'être de nouveau réinventés, ganz genau. Das, was man versucht, wieder neu zu entdecken, ist, der Tod nicht mehr wie ein Misserfolg über sich zu ergehen und sich bewusst zu werden, dass die im Spital schon viel gemacht haben, wenn es ihnen gelungen ist, die Schmerzen erträglich zu machen und das Leiden auch auf seelischem Gebiet zu mildern. Der Mensch stirbt, weil der Tod zum Mensch gehört, nicht weil jemand einen Fehler gemacht hat. Ein gewisses Umdenken ist hier bereits vorhanden. Man akzeptiert den Tod als eine Grenze und wenn ein Kranker stirbt, dann reden wir nicht mehr von einem Versagen der Medizin. Es gibt allerdings immer noch Patienten, bei denen es einem nicht gelingt, Erleichterung zu schaffen. Und das ist dann auch tatsächlich ein Misserfolg. Wobei man muss sagen, dass heute niemand mehr behauptet, wir können alle Schmerzen beseitigen, weder die Ärzte noch die Seelsorger noch die freiwilligen Helfer. Sie versuchen, die körperlichen Schmerzen zu lindern und haben auf diesem Gebiet auch schon viel Erfolg. Sie versuchen aber nicht, das Leid als solches aus der Welt zu schaffen. Was aber angestrebt wird, ist, dass trotz der Schmerzen oder gerade durch die Schmerzen etwas Neues entstehen kann, eine neue Beziehung, eine neue Art für den anderen da zu sein. Es ist letztlich gerade das Vorhandensein von so einer zwischenmenschlichen Beziehung, die gegen die Schmerzen schon wirksam ist. Die sind ja übrigens eng verknüpft mit dem Gefühl von Angst und Einsamkeit. Darum ist es so wichtig, dass es die Menschen herum haben. La souffrance qui est liée surtout d'ailleurs à l'angoisse et à la solitude, d'où l'importance de la présence humaine. Se non puoi compagnia. Eh? Non puoi compagnia. No. Non posso rispondere. Perché? A male? Ma perché? Non sono abituata a parlare. Non me lo dici? No. Dai, faccio questo favore. Non si ricorda bene il nome. Si ricorda? Lo sta pensando in questo momento e non me lo dice. Ah. Il volontario sta vicino alla persona che è sola, che ha bisogno. Der freiwillige Begleiter bleibt beim Kranken, wo allein ist und das Bedürfnis hat, dass ihm jemand zulässt. Er lässt den Kranken spüren, dass jemand für ihn da ist, wo er immer auf ihn zählen kann. Das ist, meine ich, die Aufgabe von unserem Freiwilligendienst. Wir möchten, dass in der ganzen Schweiz sich etwas anfängt zu bewegen, wo die Not von Schwerkranken und Sterbenden, aber auch von denen, die ihnen helfen wollen auf ihrem Weg, dass diese Not
kann gelindert werden, dass sie kann aufgefangen werden. Dazu schaffen wir daran, dass überall in verschiedenen Regionen der Schweiz Sterbebegleitgruppen entstehen können. Als Caritas Schweiz können wir auf die verschiedenste Art und Weise helfen. Oft geht es darum, dass wir in einer Gemeinde einfach einen Ansporn geben, dass etwas entsteht. Oft aber können wir eine Gemeinde dann, bis die Gruppe existiert, begleiten. Ein Beispiel. Malters hat uns gefragt, sie möchte gerne eine Gruppe bilden, ob ich bereit wäre für eine Orientierung in der Gemeinde. Nach einem Gespräch mit den Organisatoren war ein Abend ausgeschrieben, wo 2-3 Dutzend Leute gekommen sind, um sich informieren. Und dann hat sich eine feste Gruppe gebildet, wo Malters ganz allein zusammengestellt hat und auch selber geschaut hat, wie sie sich ausbilden wollen. Und die ist jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren im Einsatz. Was haben Sie für eine Motivation gehabt, um so eine Begleitaufgabe überhaupt zu übernehmen? Oder andersrum gesagt, was haben Sie für Überlegungen gemacht, denkst mal, wo man in Malters orientiert hat über die Gruppe, die gebildet werden sollte, zum Kranke und Sterbende begleiten? Und ich hatte zumal alte Eltern gehabt. Und ich habe gedacht, ich könnte vielleicht etwas lernen von dabei. Wenn ich die, wenn die eines krank werden, wenn ich sie betreuen und ich habe meine Eltern, die meine Eltern sind gestorben sind, und dann ist wieder die Mutter, die gestorben ist, und dann habe ich überhaupt nicht Angst gehabt. Dann, das muss wunderbar sein, man kann binnen sein, und ich kann helfen, ich kann beten mit mir, je nachdem, wie die Situation ist. Und das ist eine Bereicherung für einen selber. Bis jetzt habe ich wirklich etwas Positives erlebt. Stimmt. Für mich war es eine ähnliche Situation. Ich habe Eltern und Schwiegereltern, die im Alter sind. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich sie möglichst gut und möglichst lang begleiten dürfte. Und andererseits hat es mich gedacht, ist es auch für mich ganz persönlich eine Auseinandersetzung mit dem Sterben. Es beschäftigt mich auch eben persönlich. Ich habe also erstens einmal den Tod früher weit weggeschoben. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe schreckliche Angst, dass ich meine Eltern, wenn meine Eltern sterben, dass ich dem dann nicht gewachsen wäre und dass ich dabei wäre und ich als das ganz etwas Negatives würde anschauen. Und ich bin dann, bei meinem Vater bin ich dann dabei gewesen, wo er gestorben ist, und das war für mich ein wunderbares Erlebnis gewesen. Und dann, wo der Kurs ausgeschrieben war, habe ich gedacht, wohl, du könntest das, was jetzt du erlebt hast mit deinem Vater, könntest du jetzt eigentlich auch weiter anwenden und eben, wie du gesagt hast, auch weiter noch lehren. Und ich habe mir auch selber immer gewünscht, nicht allein sein, wenn ich einmal sterbe. Und ich habe gefunden, das darf man niemand antun, allein zu sterben. Und das war die Motivation, dass ich gedacht habe. Darf ich eine weitere Frage stellen und Sie mal fragen, was bringen Sie für Qualitäten mit? Oder was meinen Sie, müssen Sie können, dass Sie, das, dass Sie so eine Begleitaufgabe überhaupt sich zutrauen, zu übernehmen? Also ich kann nichts. Wenn ich hier sitze, die Hände anschauen, dann zu trinken geben und die Stimmen abputzen. Und also für mich bin ich nicht viel. Ich glaube, das Wichtige ist schon da sein und die Ruhe geben und zu hören. Die ersten paar Mal, als ich dabei war, oder die ersten 2-3 Mal, bin ich viel
nur nervös gewesen. Gut, bei uns kommt es natürlich jetzt vielleicht auch, das wollte ich vorher sagen zu dir, bei uns kommt es vielleicht auch vom Beruf her. Dass wir immer das Gefühl haben, wir sollten noch helfen können, aber ja, könnte es nicht nur das machen. Darum denke ich, ich würde es fast schlecht finden, wenn ihr die Pflegerin zu gut ausgebildet habt. Da wurde mir weh. Weil dann haben immer das Gefühl, ich sollte jetzt das machen. Ich finde, ich persönlich finde es sehr schade, dass das so ist. Oder? Dann finde ich es aber, dann könnt ihr, wenn ihr nicht so pflegerisch ausgebildet seid, dann könnt ihr natürlich. Also, du schaffst mit deinem Instinkt. Wir sind einfach nur da. Ja, und ihr seid mir noch da. Wir sind auch in dem Sinne ruhiger wie Pflegende, die noch weiss gar nicht, was alles machen, oder? À partir du moment où les bénévoles viennent remplacer des professionnels, où une activité... Wenn jetzt die Freiwilligen kommen und Sachen machen, wo unsere Leute berufsmässig dafür da sind, wie Animation, Musiktherapie, Ernährung oder die pflegerischen Verrichtungen, dann werden sie zu einer Konkurrenz zu allen anderen im Spital und es gibt unweigerlich Konflikte. Mit dem Resultat, dass der Einsatz von Freiwilligen überall abgelehnt wird. Entre les professionnels qui se sentiront menacés par les bénévoles. Et il y aura un rejet général de tout le bénévolat. Wenn wir blinden sind, ja, oder wenn wir das machen, haben wir sicher am Anfang ein bisschen Angst oder eine gewisse Spannung ist doch einfach da. Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht auch betagter sind und reifer passiert, werden wir auch das wieder lernen können annehmen. Und ich denke, es hat auch zu tun mit Ehrfurcht. Also ich kann immer mit Ehrfurcht an den Menschen her. Also so ganz locker bin ich nie. Also ja, dass ich denke, das macht mir jetzt nicht. Mir ist ja immer sehr betroffen. Ja. Das finde ich auch gut, dass das so ist. Ich merke, bei mir hat das mit mir selber etwas zu tun. Wenn ich jetzt selber im Moment eine schlechte Phase habe, wenn ich vor meinem eigenen Tod wieder Angst habe, wo alles so auf mich zukommt, dann habe ich eben auch Angst vor dem Sterben und vor dem Tod jetzt bei dem Betroffenen. Aber wenn es mir ruhig ist, wenn es bei mir immer ruhig aussieht und stimmt, dann nachher irgendwie ist das, macht mich das wohl betroffen, aber ich habe nicht Angst. Und ich muss schon sagen, ja, bei der Ehrfurcht vor dem Sterben allgemein und für ganze, ich denke immer, die Atmosphäre schon, ist schon etwas, wo man, ja, wo etwas Besonderes ist einfach. Also für mich ist es immer, bis ich gegangen bin, wie Maria gesagt hat, und vielleicht anfänglich, bis ich einmal ein bisschen Kontakt habe und ein bisschen weiss, ja, ich weiß auch nicht, wie man dem sagen soll. Aber bis ich mit dieser Situation, die ich antreffe, ein bisschen vertraut bin, dann spüre ich schon auch Gespanntheit. Und dann so im Verlauf von der Zeit ergibt sich das immer. Man sagt häufig, dass Leute, die nicht so selbstsicher auftreten, gerade umso offener sind für das, was neu auf sie zukommt. Das ist meiner Meinung nach etwas von dem, was es braucht für unsere Arbeit. Bereit sein, Neues zu lernen und sich selber innerlich auf den Weg zu machen. Denn der Umgang mit Schwerkranken, mit Sterbenden und ihren Familien stellt uns doch auch allerlei Fragen über uns selber. Es geht also um die Bereitschaft, selber auf den Weg zu gehen. Also, was es dieser Gruppe gibt, ist schön, aber schöner wäre, wenn es keine dieser Gruppe braucht. Also, wenn wir eben. Aber wie das machen, weiß ich auch nicht. Also, es braucht eine ganze Veränderung von der Gesellschaft. Ein anderes Beispiel, wie wir mit einer Gemeinde zusammen geschafft haben als Caritas Schweiz, ist Hochdorf, wo aus dem Pfarreirat die Idee entstanden ist, so eine Gruppe sollte existieren. Die ist dann ökumenisch organisiert worden. Es sind verschiedene Bildungsveranstaltungen ausgeschrieben gewesen, die offen gewesen sind für alle Leute, die interessiert gewesen sind daran. Und erst nachher ist man dazu übergegangen, eine eigentliche Begleitgruppe zu bilden. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe dort nur die Aufgabe dort sein, dann gehe ich gar nicht. Dann ging ich gar nicht. Also wenn ich jetzt in ein Zimmer gehe und ich weiss, es ist ein Sterbender, dann wollte ich dort hergehen und dann wollte ich mich dort geben. Klar, so wie ich bin, nicht wie er mich will.
Das ist vielleicht jetzt der Unterschied. Er muss mit mir vorlieb nehmen, wenn ich bin. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht in dieser Gruppe jetzt, wenn ich bin nicht überzeugt hätte. Das Einzige, was wir überhaupt geben können, ist ja unsere Person. Mhm. Wir können nicht da Wissen mit, wir können nicht theologische Gespräche haben, grosse, höchstens noch, was wir gerade wissen, was mit unserem Hintergrund ist. Wir können auch nicht grosse medizinische Gutachten stellen. Wir sind da. Mhm. Und was ist wir? Das ist wirklich unser Herz, unsere Seele, unser Körper. Mhm. Und das können wir zur Verfügung stellen für eine gewisse Zeit in diesem Leben. Und das ist sicher das Einzelne, bei dem mich anspricht, mich aus sich rauskommt, mich und sagt, dem anderen zurückhaltender ist. Das ist wirklich Privatleben, also nicht gesunde. Der Magnetismus, der persönliche, wird verschieden, aber mir schätze ich das. Ich spüre das förmlich an, wenn jemand mit einem Begleiter zusammenwächst. Das ist ja das, was wir sonst könnten nicht tun. Also, eine Begleitung ist sinnlos. Wenn es nur darum geht, dass eine Person drin ist, ist es sinnlos. Das kann ich also nicht verbinden. Möchten Sie uns natürlich aber auch ganz wichtig, dass man nachher in der Gruppe kann reden, wenn man so acht Wochen gemacht hat und ein Problem auftaucht, dass man dann nachher auch in der Gruppe kann reden kann. Miteinander über das, was einen beschäftigt. Es tut mir auch noch wichtig, dass man so trennt. Jeder von uns tut etwas beitragen für ein grösseres Ganzes. Mit seinen persönlichen Eigenheiten und seinen persönlichen Stärken ist jeder Einzelne eine Bereicherung. Jeder bringt so auf seine eigene Art ein paar farbige Striche auf ein grösseres Bild. Wenn man denkt, dass man dabei etwas lernt und sich auf etwas einlässt, wo recht abenteuerlich werden kann, falls man dazu bereit ist. Wenn man auch denkt, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann, wo auch einen engen Kontakt haben zum Kranken, dann glaube ich doch, dass man sich als Freiwilliger auf dem rechten Weg befindet. Déjà, on pourra faire un bon chemin comme bénévole. Das ist für mich wichtig, auch wenn Sie mal noch zu einer Gruppe gehen. Also ich fühle mich überhaupt nicht als Spezialist und ich will es nicht müssen. Und ich weiß nicht, das kommt mir also schon mal wichtig. Sondern es ist einfach eine Aufgabe. Sind wir da einfach als Mensch da? Ja, ja. Das kommt mich ganz wichtig. Und immer einfach offen sein, für wie es heute oben ist. Ich weiss nie, wie es ist, auch wenn ich es gleich habe. Ich weiss Sachen, die drumherum nie sind. Aber wie es da oben ist, das weiss ich nicht. Ich persönlich finde das negativ. Ich möchte doch ein bisschen, das ist für mich doch gar nicht. Und ich will mich ja betreffen. Es darf mich ja betroffen machen. Weil, wenn ich das nicht will, dann möchte ich das ganz sicher nicht. Und ich frage mich selber, der darf mich betreffen und aber auch die Angehörigen. Also ich glaube, das sollte man schon aushalten. Aber ich verstehe das noch für sich selber. Ja, ich verstehe, unter einer Freundschaft aufbauen. Weißt du, du kommst ja in etliche, ich sage, in ein paar Jahren kommst du in etliche Haushaltsfamilien. Ja, man könnte natürlich einen Abend lang darüber reden, was ist Freundschaft. Ja, also, richtig. Weißt du, mich denkt, das ist der Licht. Also, es gibt eine Sympathie, es gibt eine Beziehung. Aber mich denkt, wenn der Patient eventuell gestorben ist, dass sich das auch wieder verflacht. Sonst hättest du nachher mit allen selber aufrechte Beziehungen und Kontakt. Das müssen wir ja pflegen, oder? Und das Freundschaft muss man ja pflegen. Und das finde ich einfach, das wäre nicht möglich. Wenn es mir eine heisse Bedingung ist, dass man das nicht darf, oder nicht so, dann würde ich nicht gehen, weil ich bin offen für das. Ja, das ist mir, und das gibt. Und die Beziehung, die ich nachher pflegen will. Im Gegenteil, ich meinte, wir müssten noch mehr können, die Angehörigen nachher noch ein bisschen begleiten. Das tut mich manchmal schade, dass ich mich einstellen. Und auch vom Betroffenen. Ich will mich betreffen, das stimmt. Aber ich muss schon schauen, dass ich mich nachher schwer nachtrage. Ich muss schon auch können, wenn ich wieder heim wohne. Also, ich sage, wie ich es allgemein sage, wir müssen lernen, wohl mitfühlen, aber nicht mitleiden. Wenn wir so leiden, dass wir nicht arbeiten können, dann. Oder? Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein mein Slogan jetzt überhaupt im Allgemeinen. Probieren, drin zu fühlen, aber wenn ich zu fest leide, dann merke ich es. Dann muss ich einfach aufpassen, zurück zu mir. Accompagner quelqu'un en train de mourir, ça veut dire accompagner quelqu'un. Jemand zu begleiten, der im Sterben liegt, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als jemand zu begleiten, der noch am Leben ist.
Das heisst, bei jemandem sein, der jetzt lebt. Er wird zwar über kurz oder lang sterben, das ist wahr. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er aber am Leben. Ich glaube und ich bin auch überzeugt, wenn es nicht die Möglichkeit gegeben hätte, von dieser Begleitung, und uns die Nacht wenigstens ein bisschen oder sehr gross entlastet hat, wäre das gar nie möglich gewesen, dass wir unseren Vater so lange hätten können, daheim halten. Und das wäre einfach nicht gegangen. Das ist ja mal das, wie wir es erlebt haben, in der Einstieg eigentlich. Das braucht auch eine Überwindung. Ich meine, jetzt einfach mein Vater und meine Mutter einfach in einer wahlfremden Person einfach so übergeben. Komm rein. Oh. Adesso non si prepara da nel giù, se lo vis. Non si prepara magari da nel giù, eh? A tirvi al tavolino, eh? Questo? Questo tiro via. Sparti dai. Eh? Sparti dai. No, eh? E me. Perché poi voi vi avete fatto fatica anche. Ho avuto scritto tutto barbo lì. Ecco. Cosa? E c'è poi da. Uns ist es sehr wichtig, dass nicht nur der Schwerkranke im Zentrum der Arbeit, der Bemühungen steht, sondern dass wir auch achten auf die Angehörigen, die ebenfalls in dieser Begleitung des Schwerkranken stark gefordert sind. Uns ist es auch wichtig, dass die Nachbarschaftshilfe, dass man das ins Zentrum stellt. Es ist wichtig, dass, wenn unser Nachbar, der neben uns wohnt, krank wird, dass er jemanden hat, der zu ihm fragt, der zu ihm schaut. Dass er jemanden hat, der ihm nachfragt, der ihm gewisse Hilfen kann leisten kann. J'avais refusé de faire partie d'un groupe parce qu'il me semblait que j'avais pas assez de force. De groupe d'accompagnement aux malades. De groupe d'accompagnement aux malades en fin de vie. Et puis. Ich wollte nicht mitmachen bei der Gruppe, weil es mir gedünkt hat, ich habe nicht genug Kraft, um Schwerkranke zu begleiten. Und dann sind wir damals schon sehr, sehr oft zu dieser Tante gegangen, die ja bereits schon 95 oder 96-jährig war. Der letzte Abschnitt im Leben von einem alten Menschen ist mir so ziemlich vertraut worden. Und ich habe auch eines der ersten Bücher gelesen, von der Frau Kübler-Ross. Nachher habe ich, glaube ich, auch noch andere gelesen. Das Problem hat mich damals recht interessiert, weil ich so gesehen habe, dass wir eines Tages die Tante betreuen werden, die ja fast keine Angehörige mehr hatte. Ja, und dann kam der Moment, gekommen, wo sie mit 99 nicht mehr alleine bleiben konnte. Und man musste wirklich sagen, müssen, dass sie jetzt raus muss. Il a fallu vraiment décider le moment de qu'elle quitte son appartement. Et j'étais chez elle pour le week-end. Ich bin am Wochenende bei ihr, wo sie zu mir gesagt hat, weißt du, ich habe einen schönen Traum gehabt. Was denn, habe ich gefragt. Ich habe geträumt, dass ich zu euch komme gewohne. Was? Du willst zu uns kommen? Natürlich. Da habe ich gesagt, du kommst nicht zu uns. Wir haben für dich ein Altersheim gefunden. Nein, ich komme zu euch. Das Zimmer auf der Terrasse raus ist doch frei. Dann ist es doch mein Zimmer. Wir haben uns gedacht, dass es wirklich eine Prise en Charge sehr, sehr dure. Wir haben dann gemerkt, dass die Tante für uns eine sehr schwere Last wird. Ihre Pflege hat viel Kraft gebraucht, körperlich. Sonst schon nicht, denn es war eine ganz liebenswerte Person. Sie war aber auch, ohne dass ihr das selber bewusst war, ebenso anspruchsvoll gewesen wie liebenswert. Stimmt es etwa nicht? Mama? Es war ganz ein normaler Tod gewesen. Die letzten Tage waren sehr schön gewesen, aber wir waren absolut am Ende gewesen, total erschöpft. Dann ist Frau Diseran gekommen, die zu den Kranken und Sterbenden geht.
Sie hat uns zuerst erklärt, wer sie ist und was sie macht. So haben wir gewusst, mit wem wir es zu tun haben. Sie hat uns auch gesagt, dass sie in einer Gruppe ist von Freiwilligen, wo man rufen kann, wenn man Hilfe braucht. Mich dünkt das ganz wichtig, wie das es ein Freiwilliger macht, wenn er zum ersten Mal in eine Familie kommt. Auch die Art und Weise, wie er die Leute tröstet. Avec la famille, de la façon dont elle conforte chacun. Eine ganz natürliche Haltung. Meinen Sie, dass man das lernen kann, oder ist es etwas, das man einfach hat oder nicht hat? Das ist sicher etwas, das man sich aneignen kann. Bei der Veronika-Schwester in Aubonne hat eine Frau geredet von Genf. Den Namen weiss ich nicht mehr. Die Madame Diseron und Beatrice Wusche haben auch etwas gesagt. Sie haben von einem Papier geredet. Die, die wollen, konnten eins nehmen und sich anmelden. Ich habe auch eins genommen für Marie-Louise und für mich. Und wo es die 4 Anmeldungen gab, ist es gegangen. Die Erfahrungen mit unserer Tante haben uns auch den Mut gegeben. Wir haben gedacht, wir können doch den anderen das weitergeben, was wir damals bekommen haben. Was wir mit unserer Tante gemacht haben, das hätten wir doch eigentlich auch bei anderen Leuten machen können. Es war normal, dass wir die gleiche Sache für andere Personen machen. Sind Sie der Meinung, dass man da ganz spezielle Qualitäten muss haben, wenn man so eine Arbeit machen will? Wissen Sie, am Anfang waren wir schon ein bisschen ängstlich. Aber dann haben wir uns gesagt, je mehr wir das machen, umso besser werden wir auch wissen, wie das es geht. Je suis l'aînée du groupe. Ich bin die Älteste unserer Gruppe und ich habe manchmal gedacht, es sei für mich nicht ganz gleich wie für die anderen, wenn es um den Tod ginge. In meinem Alter könnte man ja wirklich von einer Minute auf die andere sterben. Sicher viel eher als eine junge Frau. Wir sind aber gleich wie alle anderen Leute. Jeder Mensch ist doch dem Tod oder einer Krankheit mehr oder weniger ausgesetzt. Sehen Sie, der einzige Vorteil, den wir haben, ist, dass wir das Ganze selber miterlebt haben und jetzt innerhalb von einer Gruppe darüber reden und unsere Erfahrungen austauschen können. Parler et d'avoir presque un vécu partagé avec un groupe. Wir haben uns im Ganzen 18 Mal getroffen in der Gruppe und uns auf unsere Aufgabe vorbereitet. Es wäre gut, wenn wir nach diesem Jahr einmal schauen könnten, wo wir jetzt stehen. Vielleicht gibt es gewisse Sachen, die euch mehr oder weniger beschäftigt haben oder der eine oder andere Punkt, wo man noch einmal darüber reden sollte. Es scheint, dass es viel wichtiger war, als es war ja nicht einfach ein Kurs wie ein anderer. Jeder hat viel an sich selber arbeiten müssen. Wir haben aber auch präzise Hinweise bekommen über die Art und Weise, wie man sich vorstellt, über Fehler, die einem nicht passieren sollten, über gewisse Sachen, die einem nicht gerade in den Sinn kommen, aber die Leute vor den Kopf stossen oder ihnen sogar weh machen. Das war so etwa der theoretische Teil von der Ausbildung. Können Sie sich noch an etwas Besonderes erinnern? Ja, genau. Wenn man jemandem die Hand geben will, dann tut man sie ganz automatisch heben. Wir haben aber gelernt, dass man die Hand von einem Patienten nicht festhalten sollte. Man sollte die eigene Hand unter seine schieben, damit er sie zurückziehen kann, wenn er nicht will. Wenn man selber Mutter ist, tut man die anderen sowieso immer gerade schützen. Und man merkt es nicht einmal. Aber so ist es. Wenn ich selber schwach werde, möchte ich wahrscheinlich auch nicht, dass man mich einfach so anlenkt, ohne dass ich gefragt werde. Wir haben auch vom inneren Frieden geredet. Das ist etwas vom Wichtigsten. Wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist, dann kann man auch in einem Kranken nicht dazu verhelfen. Man steckt ihn höchstens an mit seiner eigenen Unruhe. Ja, das war etwas sehr Interessantes gewesen, wo wir hier an dem inneren Frieden gearbeitet haben. Das betrifft eigentlich unser ganzes Leben, die Beziehung zur eigenen Familie und den Kontakt zu allen anderen Menschen. Wenn man mit sich selber im Klaren ist, dann geht es doch überall viel besser. An das habe ich viel denken müssen, als wir letztens in unserem Dorf einen Todesfall hatten.
Wir sind dieser Familie sehr nahe gestanden. Es hat mich gedacht, ich sei recht gut vorbereitet gewesen, zum Helfen, zum Zuhören. Was bei mir den Anstoss gegeben hat, war ein Vortrag, den Frau Poletti vor 10 Jahren hatte. Sie hat von der Sterbebegleitung geredet, aber eher in den Spitälern, wo man so einen speziellen Dienst eingerichtet hat. Damals habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich selber einmal so etwas machen könnte. Dann hat es mich aber auch gepackt und ich war ganz begeistert gewesen. Ja, und dann ist der Tod von meinem Vater gekommen. Er ist mir wirklich so allein vorgekommen und er ist auch allein gestorben. Es ist wirklich nicht gut gegangen. Darum bin ich dann auch entsprechend motiviert gewesen, als ich vom Vortrag gehört habe. Ich war richtig begeistert gewesen und habe gedacht, jetzt habe ich Gelegenheit, mein Anliegen in Tat umzusetzen. So ist das bei mir gegangen. J'étais en Bali aussi et je me suis dit voilà, ben voilà, tu peux concrétiser ça de cette façon-là. Mm-hmm. C'était ce cheminement-là. Mm-hmm. Puis nous avons été sensibilisés par les dames qui sont. Und wir sind drauf gekommen, wegen dieser Frau, die unsere Tante gepflegt hat. Wir haben uns damals gesagt, warum sollen wir das nicht auch machen? Vielleicht können wir es ja. Ja, warum sollen wir es nicht auch mal probieren? Wir waren zwar nicht ganz sicher, ob wir in unserem Alter noch so etwas anfangen sollen. Mal genau, das war die Frage. Ein Kurs, der ein ganzes Jahr dauert und wir, die damals so gemüht waren, wir haben uns wirklich gefragt, ob wir das bis am Schluss durchhalten können und ob wir auch die nötige Gesundheit haben, so etwas durchzuziehen. C'était vraiment une vraie question, une question de santé, une question de fidélité à quelque chose qu'on commence. Avec Aurore, c'est joli. Aurore, elle avait juste une année. Oui, alors ça amusait tellement Françoise de penser que sa fille avait une année, puis que la marraine, elle avait 99 ans. C'est vrai. C'est extraordinaire. Elle disait cet espace, elle est très souvent bien avec le bébé. On les voit, là, elle était si contente d'avoir un bébé dans les bras. Elle aimait beaucoup. C'était assez étonnant. C'est chouette. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich jemanden zu Hause begleitet habe. Darum war es für mich auch etwas ganz Besonderes. Bei uns zu Hause war die Tür immer offen und ich war es gewohnt, dass die Leute bei uns zu Besuch waren. Wir haben einander geholfen bei den Vorbereitungen und wenn jemand einfach reingeschneit ist, haben wir halt alle ein bisschen rotiert. Nicht? Ouais, ça, c'est... Moi, je l'ai senti, alors ça, en... d'emblée, disons. Mm-hmm. Quand vous étiez venu chez moi, je crois, oui. Oui, et vous m'aviez dit... Ich habe es damals eigentlich sofort gespürt, wo sie zu mir gekommen sind. Sie haben damals zu mir gesagt, sehen Sie, wir stellen uns das folgendermaßen vor. Wir möchten in Obern eine Gruppe bilden und wir möchten gerne mitmachen. Was meinen Sie dazu? Mir sind auch all die gemeinsamen Stunden wieder in den Sinn gekommen, wo sie bei der Tante waren. Und ich habe zu mir selber gesagt, das sind doch genau die richtigen Leute für so etwas und ich habe mich voll begeistert. Ich wollte Sterbebegleitung machen, weil ich eigentlich selber Angst hatte, einmal allein zu sterben. Der Tod hat mir tatsächlich Angst gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass man nicht mehr aufhören kann, wenn man einmal mit so etwas angefangen hat. Es ist ein gegenseitiger Austausch. Das, was man eventuell selber beitragen kann, vor allem aber das, was man überkommt. Wenn ich die beiden Seiten miteinander vergleiche, dann muss ich mir immer wieder sagen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Tod ist im Leben eines Menschen gerade so wichtig wie seine Geburt. Und ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass man da dabei sein muss. Und dann kommt man unweigerlich in etwas hinein. Ich meine, es zieht einem einfach rein und man kann nicht mehr stehen bleiben. Ich habe mich innerlich auf den Weg gemacht. Früher war für mich der religiöse Aspekt nicht wichtig. Aber seitdem ich Sterbende begleite, spüre ich immer mehr, dass ich das machen musste. Und puis que plus je fais l'accompagnement, et puis plus j'ai de certitude, et j'ai dû me mettre en route. Sicher, es gibt ganz traurige Sachen, die man nur sehr schwer verarbeiten kann.
aber auch andere, die ihm wohltun. Es ist noch nicht so lange her, da habe ich eine Frau begleitet. Sie konnte daheim bleiben, weil ihre Tochter bis zuletzt zu ihr geschaut hat. Es war sehr schwer am Schluss, aber auch eine ebenso wertvolle Erfahrung für mich, für die Tochter der Verstorbenen und ihr Kind. Das Mädchen war 15, hat aber immer mitgeholfen. Die beiden konnten erleben, wie die Großmutter mit einem wunderbaren Lächeln auf dem Gesicht gestorben ist. Und dann haben sie miteinander ihre Tage zugetan. Da können sich wirklich vieles Beispiel dran nehmen. Man redet ja heute davon, dass die alten Leute wieder daheim sterben möchten. Darum sollte man das überall erzählen und selber ein Beispiel setzen. Es ist schon nicht etwas Einfaches, aber es gibt heute so viele Sachen, die einen Pflege daheim erleichtern. Hat die Frau eine Freude gehabt, dass sie ihre Mutter daheim behalten konnte? Sie hat sich bis zum Schluss geweigert und gesagt, nein, ich behalte sie daheim. Und das hat mich wunderbar gedünkt. Und auch das Mädchen war so glücklich, dass sie ihrer Großmutter selber die Augen zutun konnte. Ich bin sehr glücklich, dass sie ihre Augen. Jetzt macht ihr das schon viele Jahre und habt viel Erfahrung. Sagt einmal, warum macht ihr eigentlich das alles? Ich habe mich ganz stark in die Richtung gezogen gefühlt. Ich bin Deutschschweizerin und habe alle meine Verwandten in St. Gallen. Dort könnte ich so etwas nie machen. Für meine eigenen kann ich das nicht. Aber da habe ich fast so etwas müssen machen. Ich habe gemerkt, dass mir die Tätigkeit immer mehr bringt, je länger ich sie mache. Vielleicht bin ich auch ein bisschen Egoist, denn das Ganze gibt dem eigenen Leben wieder einen gewissen Wert. Wenn man etwas machen kann für die anderen, dann brauchen sie einem eben, so wie man sie ja auch braucht. Je crois que nous devons actuellement faire un effort pour justement montrer que es scheint mir, wir sollten im Moment vermehrt darauf hinweisen, dass ein Mensch, der leidet, der bald stirbt, andere Menschen braucht in seiner Nähe. Wenn man auch nicht mehr, so wie früher, die Kranken daheim betreuen kann, so kann man doch einen Kranken dort besuchen, wo er sich befindet, nämlich im Spital oder in einem Heim. Dieser Kontakt ist in meinen Augen von grosser Bedeutung für den, der stirbt. Er ist aber nicht weniger wichtig für die, die weiterleben. Mich dünkt es nämlich, dass man gerade am Bett von einem Sterbenden besonders gut verstehen kann, was das Leben eigentlich ist. Und vielleicht lernt man gerade den Wert des Lebens wieder mehr schätzen. En comprenant mieux sa valeur. Manchmal kommt es vor, dass ein Patient ein sehr starkes Bedürfnis hat nach jemandem, der quasi ununterbrochen bei ihm bleibt. Wenn jetzt die Krankenschwester zu ihm kommt, dann hebt er sie fest und will sie nicht mehr gehen. Die Schwester sollte aber wieder gehen, weil die anderen Patienten auf sie warten. In so einem Moment wird es ihr bewusst, dass sie ihrem Patienten nicht mehr das geben kann, was er eigentlich brauchte. Wenn es dann soweit ist, werden wir vom Pflegepersonal gerufen. Es ist schon eine Erleichterung, wenn die Krankenschwester mit der ehrenamtlichen Sterbebegleiterin reden kann. Wenn sie spürt, dass da noch jemand ist, der ein Stück weit tragen hilft. Das ist wie ein Gewicht, das man auf mehr als eine Schulter verteilen kann. So wird das Ganze ein gemeinsames Unternehmen und lastet nicht nur auf einer Person. Ma préoccupation, c'est comment les intégrer dans une équipe. Meine Aufgabe ist es jetzt, aus diesen verschiedenen Helfern ein Team zu machen, so dass alle sich wohlfühlen können, der Patient, die Pflegenden und auch die ehrenamtlichen Helfer. Dabei geht es vor allem darum, die Leute so einzusetzen, dass sie sich gegenseitig ergänzen können. Das heisst, die Freiwilligen sollen wirklich dazugehören und nicht um ihren Platz müssen kämpfen. Andererseits dürfen aber weder diejenigen, die im Spital arbeiten, noch die Familienangehörigen den Eindruck bekommen, die Freiwilligen würden sie verdrängen und von jetzt an ihren Platz übernehmen. Es ist in den letzten Jahren sowieso schon recht schwierig geworden für alle, die einen sozialen Beruf haben. Man weiss nicht mehr recht, wer man ist und was man eigentlich für eine Aufgabe hat. Umso mehr, wenn dann noch neue Gesichter auftauchen in dem Moment.
notamment ces dernières années, à se trouver une identité professionnelle, à trouver son rôle professionnel. Et face à ce malaise de définir son rôle, il est peut-être plus difficile à ce moment-là d'être confronté avec quelqu'un qui nous met face à notre rôle. Moi, c'est une hypothèse que je fais. Ich meine aber, dass sicher nicht nur bei denen, die im Spital arbeiten, gewisse Ängste vorhanden sind, sondern auch bei denen, die von außen reinkommen und zu den Schwerkranken gehen. Es ist aber zu sagen, dass ein Mensch wahrscheinlich umso mehr sich selber ist und echt auf andere kann zugehen kann, je weniger er an einem bestimmten Rollenverhalten unterworfen ist. Das ist eine Question der Disponibilität. Ja, um das geht es vor allem. Aber ich würde sagen, dass es so oder so keine leichte Aufgabe ist für die Freiwilligen. Es gibt Momente, die auch für sie nicht einfach sind. Ich meine, das Sterben ist ein einschneidendes Erlebnis, nicht nur für den, der stirbt, sondern auch für den, der beim Sterbenden ist. Wer so eine Aufgabe will übernehmen, muss zuerst einmal innerlich so weit sein. Ich glaube wirklich, dass man dabei selber immer wieder in Frage gestellt wird. Und ich meine, dass man mit seinem eigenen Tod nie ganz im Reinen sein wird. Man sagt manchmal auch, dass die, die zu den Sterbenden gehen, das gerade darum machen, weil sie selber grosse Angst vor dem Tod haben. Ich glaube, es hat etwas. Wir stehen immer wieder am Anfang. Auch wenn man berufsmässig mit den Sterbenden zu tun hat, stellt man das fest. Wenn nämlich das Gleiche in der eigenen Familie passiert, ja, dann hat man auf einmal alles vergessen und weiss nicht mehr von all dem, was man gelernt hat. Jetzt ist man selber auf die anderen angewiesen, damit sie für einen das Gleiche machen, was man früher für sie gemacht hat. Ich glaube, man ist hier auf einem Weg, der nie zu Ende ist. Das Wichtigste bei all dem ist aber, dass man bereit ist, sich auf diesen Weg zu machen, dass man nicht vergisst, dass es einem manchmal wirklich Angst und Bang werden kann, dass es aber auch Frieden gibt. Es gibt Momente, wo das Gefühl von der Angst stärker ist. Und dann gibt es wieder Momente voller Frieden. Das gehört zum Leben. Das Leben, das wir mit unseren Kranken teilen wollen. Ich möchte einfach nur sagen, dass es schlussendlich von dem abhängt, ob ich selber Ja sagen kann dazu, dass auch ich eines Tages sterben werde. Dass auch ich auf dieser Welt ein Ende habe. Ich glaube, man kann nicht zu einem Sterbenden gehen, solange man den Gedanken an den eigenen Tod verdrängt. Das scheint mir doch eine wichtige Voraussetzung zu sein. Denn das, was sich vor meinen Augen abspielen wird, das ist tatsächlich der Tod von einem Menschen und mich daran erinnert, dass auch ich eines Tages so im Bett liegen werde. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin der Meinung, dass man für diese Arbeit nicht unbedingt ein gläubiger Mensch sein muss. Man muss aber ehrlich sein mit sich selber und sich den Fragen stellen, die auftauchen. Ich bin nicht sicher, ob das die rechten Worte sind. Echt, wahrhaftig. Ich bin nicht ganz einverstanden mit der Irene. Ohne Glauben könnte ich persönlich nämlich überhaupt keine Sterbebegleitung machen. Ich wüsste auch nicht, an was ich mich sonst halten könnte. Ich kann es gar nicht allein und weiss auch gar nicht, was ich soll geben, wenn man doch im Sinn von der christlichen Armut gar nichts hat. Ich möchte sagen, es ist der Glaube, der mir hilft, da zu sein. Wenn ich so lebe, wie es dem Glauben entspricht, dann bringt mir das Frieden und macht mich glücklich. Ich rede jetzt nur von mir, aber es wird schon etwas von mir auf die anderen übergehen. De nos jours, je dirais que 90% des malades. Ich würde sagen, dass heutzutage 90% von meinen Kranken nicht mehr praktizieren. Was aber überhaupt nicht heisst, dass sie keinen Glauben haben, keine Hoffnung oder keine Spiritualität. Ich meine, Religionszugehörigkeit und Spiritualität kann man nicht einfach gleichsetzen. Es gibt viele Menschen, die einem sagen, sie hätten keinen Glauben. Aber wenn man der Sache wirklich auf den Grund geht und ihnen die gleiche Frage auf eine andere Art stellt, zum Beispiel, was hat ihnen im Leben Kraft gegeben? Oder was hat ihnen geholfen, mit dieser ganzen schrecklichen Krankheit fertig zu werden und all diesen Problemen? Dann werden die Leute etwas sagen, das letztlich sehr religiös ist. Ich bin immer mehr überzeugt, dass da drin Gott ist. Und zwar unabhängig vom Namen, wo wir Menschen ihm geben.
quelques noms qu'on lui donne. Je suis acceptée, ce qui m'émerveille chaque fois qu'une personne ou une famille fait appel à l'une de nous. Was mich immer wieder erstaunt, wenn die Angehörigen uns rufen, ist das überaus grosse Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Wir geben ja einfach unsere Zeit, uns selber und sind einfach da, nicht mehr. Und sie übergeben uns eine geliebte Person. Sie geben uns ihr ganzes Vertrauen, wenn wir kommen und sie ablösen. Für mich war es wie eine Ohrfeige, wo Olivier es mir gesagt hat. Ich habe zu ihm gesagt, im Juli 1987, als er immer wieder krank war, es sei doch etwas nicht gut, und gefragt, ob er nicht einmal zum Doktor möchte und einen AIDS-Test machen. Er hat damals gesagt, ja, ganz locker. Und dann, nach 2 oder 3 Tagen, ist er das Resultat abholen. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gemeint, oh, du kannst dir das nicht vorstellen, das ist wirklich so stark. Und dann hat er mir gesagt, wie es mit ihm steht. Ich konnte im Moment gar nicht brüllen, denn es ist mir viel zu tief gegangen. Wenn er dann aber einmal wirklich am Ende war, dann habe ich in mir immer eine ganz grosse Kraft gespürt. Woher weiss ich auch nicht. Dann habe ich ihn einmal getröstet. Und er hat gesagt, weisst, es ist wirklich ein grosses Glück, dass ich dich habe. Wenn du so wärst wie die Eltern von meinen Kollegen, dann hättest du mich vor die Türe gestellt. Zu wem könnte ich denn gehen, jetzt, wo ich HIV positiv bin? Wer würde mich sonst in seine Arme nehmen? Ich hatte keine Angst vor meinem Bub. Ich habe aber gesehen, wie schnell es die anderen Leute mit der Angst zu tun bekommen. Und habe darum unseren Bekannten nichts gesagt. Sie wären sonst nicht mehr zu uns gekommen. Einmal war die Grossmutter da und hat die Nachtwache gemacht. Ich konnte trotzdem nicht recht schlafen, weil ich sie gehört habe, Rumoren. Ich habe zu einer Krankenschwester gesagt, ich möchte mal versuchen, eine Nacht allein zu sein mit meinem Bub. Sie hat aber gefunden, das wäre viel zu anstrengend für mich. So hat sie mir Madame Dissera vorgeschlagen. Sie ist gekommen und alles ist prima gegangen. Bis um 9 Uhr haben wir Tee und Kaffee getrunken und hat sie zu mir gesagt, ich soll doch jetzt schlafen, ich brauche doch auch Ruhe. Sie hat mir auch versprochen, dass sie mich wecke, wenn sie etwas sagt. Oder wenn sie Hilfe brauche, um den Olivier einmal auf die andere Seite zu drehen. Am anderen Morgen bin ich um 7 Uhr aufgewacht und habe ganz verwirrt auf die Uhr geschaut. Da hatte ich Angst, dass Olivier sei gestorben. Ich komme aus dem Schlafzimmer und sehe Madame Dissera neben dem Bett von Olivier. Aber es ist alles gut gegangen. Sie wollte mich noch nicht wecken, damit ich auch mal eine Nacht durchschlafen kann. Ich weiss noch, wie ich gesagt habe, dass ich sie während der Nacht gar nie gehört habe. So etwas kann man lernen, hat sie gemeint. So wenig Lärm machen wie möglich, sogar beim Spülen von der Toilette. Ja, so war es. Die Madame Dissera war eine Nacht bei uns gewesen. Und Nacht darauf, nein, am gleichen Tag, ist dann der Olivier gestorben. Si j'étais revenue une deuxième fois, je crois que j'aurais pu lui donner plus par le toucher. Wenn ich noch ein zweites Mal bei ihnen gewesen wäre, dann hätte ich ihm, glaube ich, noch mehr Nähe können schenken mit meinen Händen. Aber ich wollte nicht ihren Platz einnehmen. Der Olivier ist von ihnen umsorgt worden und hat ihre ganze Liebe gespürt. Und da wollte ich mich nicht dazwischen drängen. Auch dann nicht, wo ich ganz allein war. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass sie sich jetzt ausruht und ruhig schlafen, dass ich ja bei ihm bin und dass es bald wieder Tag wird. Wo alles vorbei war, ist sie auch noch zu mir gekommen, damit ich ein bisschen über meine Probleme reden konnte. Meine Bekannten wollte ich nicht belästigen. Sie wissen ja, wie das ist. Es tut den Leuten leid, sie bedauern dem und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Aber der Madame Dissera konnte ich immer sagen, was mich bedrückt. Eigentlich hatte ich ja Glück gehabt. Ich habe vom Olivier mehr Liebe geschenkt bekommen als Schwestermutter, die ihr Kind länger haben kann. Ich habe in einer kurzen Zeit viel bekommen. An das versuche ich immer wieder zu denken, damit ich nicht allzu fest traurig sein muss. Que j'essaye de me rappeler pour pas trop. Voilà, on a peine.